der jetzt beginnenden Aussprache aufmerksam zu folgen. Ich erteile zunächst als ersten Redner dem Kollegen Mike Beermann von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde es persönlich richtig gut, dass wir heute in der Kernzeit digitalpolitische Themen diskutieren, auch wenn man bei der Anzahl der Anträge das Gefühl hat, als ob man eine Digitalisierungswoche der FDP hier heute eben auch irgendwo erlebt. Allerdings, wenn man sich die Anträge anschaut, dann fragt man sich oder stellt man sich an der einen oder anderen Stelle doch auch mal die Grönemeyer-Frage, was soll das eigentlich? Denn der eine Antrag beispielsweise Smart Germany, Bundesministerium für Digitalisierung etablieren, ist ja jetzt irgendwo nichts Neues. Man kennt das jetzt ja schon seit einigen Jahren, dass diese Forderung gerade auch seitens der FDP immer und immer wieder hier vorgetragen wird. Ich erinnere mich an eine Rede des Kollegen Brandenburg aus November 2018 zur KI-Strategie der Bundesregierung. Auch dort sagte er unter anderem, ein Digitalministerium sei das einzig Wahre. Eine ungemein hohe Bedeutung also für die FDP anscheinend. Aber ich sage dann auch, Haya Safari, wie oft und wie lange wollen wir uns noch mit diesen Themen beschäftigen, wenn ich schon einen so langen Bart haben? Denn auf den ersten Blick mag man ja meinen, dass es eine gute Idee ist und auch gut gemeint ist. Auf den zweiten Blick, wenn man genauer hinschaut, dann stellt man aber fest, dass das doch alles nicht so einfach ist. Das möchte ich auch gern begründen. Wenn wir uns anschauen, dass das Thema Digitalisierung einen großen Querschnitt unserer breiten Gesellschaft irgendwo auch widerspiegelt, dann ist nicht nur ein einziges Ministerium davon betroffen, sondern mittlerweile auch alle Häuser, die wir hier in Berlin haben. Und da muss man dann eben auch einfach feststellen, dass wenn man darüber nachdenkt, beispielsweise im Gesundheitsbereich die elektronische Patientenakte oder den digitalen Impfpass aus dem Gesundheitsministerium hinauszulösen, da wo die Fachleute sitzen und dieses in ein Digitalministerium zu überführen, dann ist das aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Und wenn man weiter schaut und dann feststellt, dass unter anderem im Verteidigungsbereich beispielsweise, zum Beispiel im Bereich Cyberwar, wo es um Aus- und Aufrüstung möglicherweise geht, ein solch fachspezifisches, spezielles Thema aus dem Verteidigungsministerium herausgelöst werden soll, um in ein Digitalministerium zu überführen, dann ist das aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass es ohne fachlichen Hintergrund nicht geht, und deshalb bin ich und sind wir von der Union von einem Digitalministerium nicht überzeugt. Wichtig ist, dass die vielen digitalpolitischen Maßnahmen, die in den verschiedenen Ministerien geplant werden, gut koordiniert werden. Und das erfolgt ja auch. Das erfolgt im Kanzleramt, das erfolgt durch unsere Staatsministerin Dorothee Bär. Dort wird ein guter Job geleistet. Auch der internationale Vergleich zeigt, Digitalministerien erfassen oft nur einen kleinen und spezifischen Ausschnitt der Digitalisierung, wie zum Beispiel in Polen. Das polnische Digitalministerium ist ausschließlich für den Breitbandausbau verantwortlich und für die Digitalisierung der Verwaltung. Eine andere Aufgabe hat dieses Ministerium derzeit nicht. Das fragt man sich dann auch, ist das erforderlich und ist es zwingend notwendig? Kurzum, aus unserer Sicht ist ein Digitalministerium hier bei uns in Deutschland weder sinnvoll noch praktikabel. Der zweite Antrag der FDP befasst sich mit dem Thema IT-Sicherheit. Die Themensetzung kann ich auch erst einmal begrüßen. IT-Sicherheit ist ein wichtiges Thema, was auch die breite Gesellschaft in unserem Land betrifft. Auch mit den Inhalten kann ich sogar in Teilen mitgehen. Das betrifft die Haushaltsausstattung in diesem Bereich. Wenn ich mehr Sicherheitsbehörden fordere, dann brauche ich auch mehr Personal, dann brauche ich auch eine bessere Ausstattung. Gewundert habe ich mich allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähnlich wie auch schon zu meiner Rede vor ein paar Monaten zum FDP-Antrag Innovationsbotschafter entsenden, über die neue Staatsgläubigkeit der FDP, gerade auch in Fragen der Hochtechnologie. Also es ist schon spannend, dass eine liberale Partei aktuell dem Staat mehr vertraut als den Anwendern und Nutzern scheinbar selbst. Der Staat soll also zukünftig zuständig für die ganze IT-Sicherheit sein. Das sehen wir persönlich anders. Wir wollen vielmehr den Nutzer in die Selbstverantwortung bringen und ihn auch stärken. Auch darüber müssen wir einmal reden, wenn wir über IT-Sicherheit debattieren. Jedes Netz ist nur so sicher wie der Anwender, der es verwendet. Denken wir hierbei nur mal an die Zahlen, dass über 60% der Deutschen ein und dasselbe Passwort für unterschiedliche Online-Accounts nutzen
Und dann nützt dann auch die beste IT-Sicherheit nichts, wenn eben fünfmal die Null, ich liebe dich oder Schalke 04 zu den Passwörtern gehören, die unter den beliebtesten. Das sind aber die beliebtesten. Und das stellt man es dann ja auch fest. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe, ich kriege das Signal vom Präsidenten. Und das ist immer das Ärgerliche, wenn am Ende der Redezeit noch so viel Rede übrig ist. Aber so ist das nun mal. Es ist, wie es ist. Deswegen kann ich nur sagen, dass wir den Anträgen in dieser Form nicht zustimmen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss. Mike Beermann für die Unionsfraktion, für die er im Ausschuss für digitale Agenda ist. Und was die meist oder die beliebtesten Passwörter Deutschlands angeht, habe ich zumindest bei einem Fußballverein, ehrlich gesagt, persönlich kleinen Zweifel. Johanna Kotta ist die nächste Rednerin aus der AfD-Fraktion. Da ist sie Sprecherin für digitale Agenda. Sehr geehrter Präsident, werte Kollegen. Die FDP braucht mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und so besprechen wir unter dem heutigen Tagesordnungspunkt tatsächlich 17 ihrer digitalen Anträge. In dieser vereinbarten 60-Minuten-Debatte kann kein einziger Antrag voll zur Geltung kommen. Aber darum geht es auch weniger. Es geht um Marketing und ein bisschen Show. Wir sind im Landtagswahlkampf in Thüringen und die Partei zittert um den Einzug in den Landtag. Und daher kann ein bisschen Schützenhilfe aus dem Bundestag nicht schaden. Ich glaube zwar nicht, dass das die Wähler beeindrucken wird, aber ich gönne Ihnen den Versuch. Aber wenn man so viele Anträge raushaut, dann sollte man zumindest darauf achten, dass sie sich nicht widersprechen. Vor kurzem forderten sie noch, Funkfrequenzen für Medien und Kultur dauerhaft zu erhalten. Jetzt fordern sie die Zurverfügungstellung der Frequenzen und eine Neuverhandlung mit den Ländern. Ja, was denn nun? Wusste da die rechte Hand nicht, was die linke tut? Manchmal ist Qualität eben doch besser als Quantität, liebe Kollegen. Aber ich will nicht nur kritisieren, weil ich finde es ja gut. Ich finde es wirklich gut, dass sich zumindest die Opposition für die Digitalisierung in diesem Land einsetzt und der lahmen Ente Bundesregierung Beine machen will. Denn unsere technophobe Regierung scheint der Meinung zu sein, dass man dieses Neuland einfach aussitzen kann. Anders kann ich mir die Lethargie nicht vorstellen, mit der die Verantwortlichen an das Thema herangehen. Ja, in jeder Rede der SPD und der Union hören wir die berühmten Buzzwörter Industrie 4.0, Gigabit-Gesellschaft, KI, autonomes Fahren. Man könnte hier im Plenum direkt Bullshit-Bingo spielen. Aber wie ernst es der Regierung tatsächlich ist, sehen wir, nachdem die Anträge hier im Plenum behandelt worden sind, an der Überweisung in die Ausschüsse. Jeder Antrag zur digitalen Agenda wird eben nicht in die digitale Agenda überwiesen, weil dieser Ausschuss noch nicht einmal federführend ist. Jedes Mal, wenn die Überweisung strittig ist, stimmen alle Oppositionsparteien für die Überweisung in die digitale Agenda, die Regierungsparteien dagegen. Und so landen die Anträge der FDP heute auch in den Ausschüssen Innere und Heimat, dem Finanzausschuss, Gesundheit, Bau, Auswärtiges, Umwelt, Kultur. Die Digitalpolitiker dürfen nur mitberaten. Dabei haben Sie doch wirklich gute Leute im Digitalausschuss sitzen, werte Kollegen von der Union und der SPD. Lassen Sie die doch endlich einmal machen, dann wird das vielleicht auch was mit der Digitalisierung in diesem Land. Und richten Sie tatsächlich endlich das geforderte Digitalministerium ein, eine Stelle, die dieses Chaos, das Sie all die Jahre eingerichtet haben, koordiniert. Ja, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Ja, es betrifft alle Ministerien, aber das ist Umweltschutz auch. Und trotzdem haben wir ein Umweltministerium. Beenden Sie endlich diesen Kompetenzwirrwarr. Deutschland ist im internationalen Vergleich weniger wettbewerbsfähig als noch im Vorjahr. In der neuen Rangliste des Weltwirtschaftsforums sind wir von Platz 3 auf Platz 7 zurückgefallen. Überholt wurden wir von Hongkong, den Niederlanden, der Schweiz und Japan. Ein Grund für die Abstufung: Nachholbedarf Deutschlands bei der Informationstechnologie. Deutschland hat ein Infrastrukturproblem. Bei Internetverbindungen über Glasfaserkabel landet Deutschland auf Platz 72, bei mobilen Breitbandanschlüssen auf Platz 58. Und dabei klingelt mir doch das Versprechen von Frau Merkel in den Ohren, Deutschland zur Gigabit-Gesellschaft zu machen, wie so vieles nur ein Lippenbekenntnis. Bezeichnenderweise entwickelt sich auch das wichtigste und teuerste Digitalprojekt der Bundesregierung, die Modernisierung der IT der Bundesverwaltung, zum milliardenteuren Fiasko. Sie können es einfach nicht, meine Damen und Herren. Spitze sind wir dagegen bei der Einschränkung der Meinungsfreiheit im Internet und der Forderung nach immer mehr Überwachung der Bürger. Die Union bringt es ja tatsächlich auch fertig, in Zusammenhang mit Halle die Gamer-Szene unter Generalverdacht zu stellen und die Killerspieldebatte wieder aufzumachen, mit lauter und deutlicher Forderung nach Zensur. Man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus.
Während in anderen Ländern die Zukunft längst begonnen hat, fährt diese Bundesregierung den Wirtschaftsstandort Deutschland mit Vollgas an die Wand. Es fehlt Wille, Verständnis, Mut, Flexibilität, Organisation, schlicht alles. Wachen Sie auf, meine Damen und Herren der Regierung. In der Digitalisierung darf es kein Vielleicht oder Später geben. Sonst gehört die Zukunft nicht uns, sonst gehört die Zukunft anderen. Vielen Dank. Johanna Kota war das für die AfD-Fraktion. Da ist die Sprecherin für Digitale Agenda. Und hier ist wiederholt angesprochen worden. Hier kommt ein Ergebnis. Da hören wir mal rein, fix. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, 6. Ausschuss zu dem Antrag der Abgeordneten Karin Ley, Jörg Cézanne, Dr. Gesine Lötsch, weitere Abgeordnete und der Fraktion Die Linke bekannt mit dem Thema Grundsteuer nicht länger auf Mieterinnen und Mieter umlegen. Drucksachen 19.8358 und 19.14118. Abgegebene Stimmkarten 642. Mit Ja haben gestimmt 517, mit Nein haben gestimmt 125, Enthaltungen keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Beifall vielleicht im Hohen Haus auch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann erteile ich der Kollegin Saskia Esken. Es gibt nicht für alles Beifall im Hohen Haus, haben wir jetzt gerade gelernt. Also der Antrag, wenn man so will, wenn man es mal verkürzt und das ganze Verfahren ein bisschen beiseite lässt, also der Antrag der Linken, dass die Grundsteuer nicht mehr umgelegt wird auf Mieterinnen und Mieter, ist hier abgelehnt worden und zwar ziemlich deutlich. Und jetzt gehen wir zurück in die Debatte über die Digitalisierung Deutschlands. Und falls es Ihnen aufgefallen ist, die bereits angesprochene Staatsministerin für Digitalisierung, nämlich Dorothee Bär. Die ist auch nicht da, aber auch das hat heute einen durchaus nachvollziehbaren Grund, denn in 2-3 Stunden, nein, ein bisschen später, am sehr frühen Nachmittag beginnt ja in München der CSU-Parteitag und da sind natürlich die Abgeordneten der CSU inzwischen alle auf dem Weg dorthin. Jetzt spricht Saskia Esken für die SPD-Fraktion. Im Ausschuss für Digitale Agenda ist sie und außerdem eine der Bewerberinnen um den SPD-Vorsitz. Das ist das neue Normal und damit ist am besten erklärt, warum die Forderung nach einem digitalen Ministerium, in die faktisch jeder ihrer Anträge gipfelt, total aus der Zeit gefallen ist, liebe Kollegen von der FDP. Das Digitale lebt heute längst nicht mehr in einer Nische, sondern wie gesagt in allen Bereichen. Deshalb ist es auch in allen Ministerien und in allen Ausschüssen übrigens gut angesiedelt. Ich beschränke mich wegen der Kürze der Zeit auf einen Begriff, der in der Digitalisierung eine große Rolle spielt, die Offenheit. Gestern haben wir bei einem parlamentarischen Frühstück der Open Knowledge Foundation zusammengesessen und haben uns beraten, wie wir diesen Gedanken der Offenheit in die Köpfe und in die Herzen der Regierenden, der Behörden und der Parlamentarier tragen könnten. Wie können wir deutlich machen, dass gerade in heutigen Zeiten offene Daten, Transparenz und Beteiligung wichtige Grundlagen wären für ein neues Vertrauen ins Regieren, in politisches und in staatliches Handeln. Dieses Vertrauen hat ja durchaus etwas gelitten in jüngster Zeit. Außerdem ergeben sich durch die Öffnung der Daten Perspektiven für die Zivilgesellschaft und neue Geschäftsmodelle. Aber auch die Verwaltung selbst kann davon profitieren, wenn man auf das Wissen der jeweils anderen zugreifen kann. Und wenn man die Daten vorher aufräumen muss, dann kann man sogar selbst davon profitieren. Den Plädoyers der Grünen und der Linken für mehr Offenheit können wir also durchaus zustimmen, auch wenn sie in der Umsetzung vielleicht etwas ungenau, etwas unausgegoren sind. Wir haben hier kurz vor Ende der vergangenen Legislatur ein Open-Data-Gesetz beschlossen, in dem wir die unmittelbaren Bundesbehörden verpflichtet haben, ihre nicht personenbezogenen Daten der Öffentlichkeit bereitzustellen. Grüne und Linke fordern die Bundesregierung jetzt auf, das Open-Data-Gesetz zu novellieren, gerade 2 Jahre, nachdem es in Kraft ist. Ist das ungerecht? Nein, weil auch wir mit der Umsetzung bislang unzufrieden sind. Ist es zu früh? Nein, weil auch wir den Sachstandsbericht als erste Evaluation durchaus interpretieren können und schon Ideen entwickeln, wie es weitergehen könnte. Und doch kommen die Anträge natürlich etwas zu früh, denn ein zweites Open-Data-Gesetz ist ja im Koalitionsvertrag vereinbart. Und jetzt, wo auch die Opposition dafür ist, dürfen wir sicher erwarten, dass das Ministerium, auch wenn es nicht anwesend ist, in Bälde mit konkreten Eckpunkten auf uns zukommt. Auch bei der Nutzung von Open-Source-Software in der Verwaltung liegen unsere Positionen nicht weit auseinander. Erst vor einigen Wochen hat eine Studie im Auftrag des Innenministeriums ergeben, dass die Verwaltung in Deutschland in hohem Maße abhängt von Produkten von Monopolisten und dass dies eine erhebliche Gefahr für die digitale Souveränität
darstellt und vor allem auch für die Unabhängigkeit und die Zuverlässigkeit staatlichen Handelns. Da müssten wir noch dran arbeiten. Die Entwicklung offener Architekturen, der Einsatz offen lizenzierter Software, gibt es handfeste Gründe dafür. Kostenersparnis ist es übrigens nicht, denn Open Source ist nicht umsonst. Und wenn Ihr Einsatz sinnvoll sein ist, soll, dann ist er auch nicht kostenlos. Nicht nur beim Ausrollen der 5G-Infrastruktur, auch bei der Konsolidierung der IT des Bundes, der Länder und der Kommunen werden wir also gut beraten, mit einer Strategie für mehr Offenheit, mehr Unabhängigkeit und digitale Souveränität. Es ist zu hoffen, dass auch die Anträge der Opposition zu dieser Überzeugung ihren Beitrag leisten, auch wenn wir nicht zustimmen können. Danke. Saskia Esken für die SPD-Fraktion. Nächster Redner Manuel Höferlin. Und ich habe es eingangs schon gesagt, 17 Anträge. Und den wichtigsten habe ich Ihnen, zumindest den aus der Sicht der FDP wichtigsten, habe ich Ihnen sogar vorenthalten. Nämlich, das ist das Bundesministerium für Digitalisierung. Das fordert die FDP schon länger, aber eben auch in einem der Anträge der 17. Und der wird sogar namentlich abgestimmt. Jetzt Manuel Höferlin. Meine Kolleginnen und Kollegen, ja, wir stellen heute einen Antrag zur Einrichtung eines Digitalisierungsministeriums. Insgesamt sind es 25 Anträge, die diese Woche hier im Plenum sind zum Thema Smart Germany. Und sie sind quer tatsächlich durch alle Gebiete. Innen, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheit, Finanzen, Umwelt, Außen, Kultur und es könnte noch mehr nennen. Und bei all diesen Themen geht es um Federführung und Koordination dieser digitalen Themen. Und ich höre wieder die alten Argumente gehört von Saskia Esken, von Mike Beermann. Wir wollten das Digitale rausreißen aus den Fachministerien und es sei eine überkommene Vorstellung und es sei total abwegig. Das ist nicht nur falsch, sondern auch einzelne Personen ihrer eigenen Fraktion haben das schon zu Recht anders gesehen. Zum Beispiel Alexander Dobrindt hat gesagt, wir können mit einem Digitalministerium unsere Schlagkraft deutlich erhöhen und uns gemeinsam mit der Wirtschaft an die Spitze kämpfen in der neuen digitalen Weltordnung. Oder Bitkom, BDI, IT-Mittelstand unterstützen uns. Bei der SPD hat Lars Klingbeil 2018 sich für einen Digitalminister ausgesprochen. Tabea Rössner, die gleich noch sprechen wird, hat im Juli 2019 gesagt, naja, ein Digitalministerium könnte man sich auch vorstellen, sie hätte ihre Meinung geändert. Und ganz frisch, Mitte 2019, damals noch in der Bundesregierung, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu dem Thema, Zitat, ein Nebeneinander und Tempostopper können wir uns einfach nicht mehr leisten und sprach sich für ein Digitalministerium aus. So abwegig kann unsere Vorstellung nicht sein, wie Sie es hier darstellen, meine Damen und Herren. Heute haben wir das Thema Digitalisierung Deutschlands. Es ist hier verkürzt an der Tafel dargestellt. Aber in Wahrheit, meine Damen und Herren, geht es um die digitale Transformation. Und das ist der entscheidende Unterschied, den manche einfach wohl noch nicht verstanden haben. Es geht um die Transformation in der digitalen Welt von Wirtschaft, von Gesellschaft und von Politik. Bei der Wirtschaft klappt das sehr, sehr gut schon. Wir sind aber bei der Gesellschaft und bei der Politik, vor allen Dingen hier in Berlin, im digitalen Berlin, im pseudodigitalen Berlin, nicht angekommen. Ich höre dann immer wieder hier aus der Bundesregierung, auch am Mittwoch bei der Befragung, ja, wir sind auf einem guten Weg. Meine Damen und Herren, das höre ich seit 5 bis 10 Jahren bei dem Thema Digitalisierung und die Menschen können es einfach nicht mehr hören. Das muss endlich mal was passieren. Denken wir doch mal ein paar Sachen neu. Und ich war gerade letzte Woche mit dem Digitalausschuss in Kanada, einige Kollegen waren dabei, und wir haben mit dem Minister für digitale Transformation in Quebec gesprochen. Und dort gibt es auch eine Digitalstrategie, eine Strategie zur digitalen Transformation. Die sogenannte digitale Strategie der Bundesregierung listet 111 Einzelprojekte auf, ohne Zeitplan, ohne Priorisierung, ohne Bezug zueinander. Das ist kein Projektmanagement, wie man es bei dem Thema bräuchte. Und deswegen gibt es hier keine richtige digitale Strategie in Deutschland. Und das wird nicht richtig koordiniert. Und das sollten wir dringend ändern. Die Frage, die sich hier stellt, ist doch, wollen wir diesen digitalen Wandel gestalten oder soll er über uns ergehen? Stattfinden wird er in jedem Fall, meine Damen und Herren. Aber wenn wir ihn nicht gestalten, dann werden wir ihn hier in Deutschland zumindest über uns ergehen lassen müssen und er wird woanders in der Welt geschehen und wir werden ihn dann mitmachen können. Das wollen wir nicht. Wir wollen ihn aktiv gestalten. Und am Mittwoch habe ich Herrn Bundesminister Braun gefragt, mein Kollege Sitter hat es gemacht, wir haben die Fragen gestellt, ob es denn nicht ein Digitalministerium sein könnte. Und er hat es grundsätzlich auch nicht abgelehnt. Er sagt, das sei eine philosophische Frage, das können wir mal nicht mehr in dieser Legislaturperiode machen, die Entscheidungen seien getroffen. Übrigens, diese Koordination funktioniert auch jetzt nicht. Es ist natürlich eine Querschnittsaufgabe. Und unser Digitalministeriumsvorschlag ist eben nicht das Herausreißen vom Digitalen. Herr Beermann sagte, naja, in so einem Gesundheitsministerium, wenn da nichts mehr drin ist,
Wir wollen ja gerade nicht die Gesundheitskompetenz aus dem Gesundheitsministerium kriegen, sondern wir wollen Digitalkompetenz hinzufügen. Und auch in diesem Haus müsste sich einiges ändern. Die Ausschüsse, Frau Kota sagte es, sind immer die Fachausschüsse. Warum denken wir denn immer nicht neu, wenn die digitale Transformation alles umwälzt? Auch in diesem Haus könnten plötzlich zwei Ausschüsse einen gemeinsamen Unterausschuss machen und ein Projekt beenden gemeinsam. Dann käme nämlich die Kompetenz aus Gesundheit und Digitales auch zueinander. Und die beiden Fachministerien, die sonst zusammen sind, die würden nämlich nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Herr Braun sagte, das sei philosophisch, das könnte man vielleicht demnächst machen. Wollen wir wirklich warten? Nein, wir brauchen jetzt ein Update für Deutschland, meine Damen und Herren. Das kann nicht länger warten. Herzlichen Dank. Manuel Höferlin für die FDP-Fraktion, wo er digitalpolitischer Sprecher ist und netzpolitische Sprecherin bei der Fraktion Die Linke ist Anke Domscheit-Berg und die spricht jetzt. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die 5 häufigsten Passwörter einer 500.000 E-Mail-Konten, die das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut 2018 analysierte. Warum, nur haben Medien gefragt, nutzen so viele Menschen Passwörter, die man leicht erraten kann, wo doch ein E-Mail-Postfach auch höchst private Dinge enthält. Wann, fragen wir uns in der Linksfraktion, übernimmt die Bundesregierung Verantwortung für den digitalen Verbraucherschutz und untersagt Anbietern, solche Passwörter zu akzeptieren? Ja, jeder trägt natürlich eigene Verantwortung. Aber wenn das reichen würde, gäbe es auch keine Schranken an Bahnübergängen. Kluger Verbraucherschutz besteht außerdem aus Informationspflichten. Deshalb kleben Energiesparsymbole auf Waschmaschinen und Mindesthaltbarkeitsdaten auf Käsepackungen. Was aber weder auf Handy oder smarten Toastern klebt, ist ein Datum, bis zu dem die Hersteller Software-Updates garantieren, mit denen sie neu gefundene Sicherheitslücken schließen. Deshalb gehört ein Mindest-Update-Datum zu den notwendigen Standards für IT-Sicherheit, deren Einführung wir fordern. Überfällig ist auch die Produkthaftpflicht für IT-Produkte. Die bisherige Haftpflicht greift nämlich zum Beispiel nur, wenn der vernetzte Kühlschrank ausläuft, aber nicht, wenn er als Teil eines Botnetzes Schaden anrichtet. Außerdem braucht es endlich die Meldepflicht für gefundene Sicherheitslücken, um sie schneller schließen zu können. Und weil es keine Schwachstellen gibt, die nur mit guten Motiven ausgenutzt werden, muss sie auch für staatliche Stellen gelten. Denn wenn sich Geheimdienste Hintertüren zu häufig genutzter Software aufheben, um sie später zu Überwachungszwecken auszunutzen, setzen sie unser aller vernetzte Welt unkalkulierbaren Sicherheitsrisiken aus. Und schon gar nicht darf der Staat bei einem Hackerangriff einen Hacker-Gegenangriff starten. Das ist nämlich keine Verteidigung mehr, und wenn man sie 100-mal aktive Cyberabwehr nennt. Derlei Praktiken würden gegen geltendes Recht verstoßen und Eskalationen mit unabsehbaren Folgen garantieren. Die Linke fordert daher die Bundesregierung erneut auf, Maßnahmen zu unterlassen, die unser aller IT-Sicherheit gefährden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch über einen zweiten Antrag meiner Fraktion sprechen, der auch heute zur Debatte steht. Wir fordern darin die Bundesregierung auf, den Grundsatz öffentliches Geld gleich öffentliches Gut, abgekürzt ÖKÖK, zu folgen, also alle Inhalte, die mit Steuergeldern von der Allgemeinheit finanziert wurden, auch der Allgemeinheit frei zur Verfügung zu stellen. So sollten alle Verwaltungsdaten, alle von Verwaltungen gesammelten Daten mit wenigen Ausnahmen zeitnah, kostenlos, maschinenlesbar und ohne jegliche Nutzeneinschränkung frei zur Verfügung stehen und damit zu Open Data werden. Die Bundesregierung will übrigens weltweit Vorreiterin zu Open Data werden. Ich beschäftige mich ja jetzt nur schon seit 10 Jahren mit dem Thema und kann sagen, ein Mangel an verbalem Ehrgeiz ist es jetzt nicht, aber leider an Umsetzungskompetenz. Das Open-Data-Gesetz der Bundesregierung war schon ein Schuss in den Ofen. Das ergab ja ihre eigene Studie.
Aber immerhin wissen wir seit Mittwoch, dass unsere Kritik an der ursprünglich für 2021 geplanten Evaluation dieses Gesetzes Gehör fand und ihre Ergebnisse nun doch Ende 2019 vorliegen werden. Und damit ist der Weg frei für ein besseres Gesetz. Unser Grundsatz ÖKÖK bezieht sich aber nicht nur auf staatlich gesammelte Daten wie Wetter-, Verkehrs- oder Katasterdaten, die Grundlage für nützliche Apps sein können. Auch Bildungsmaterialien, die mit Steuergeldern ja entwickelt worden sind, müssen als Open Educational Resources frei zur Verfügung stehen. Gleichermaßen Forschungsergebnisse aus öffentlich finanzierter Forschung und digitalisierte Kulturschätze aus öffentlichen Museen und Archiven, damit Kunst und Kultur auch im ländlichen Raum, auch bei mir in Brandenburg im Wahlkreis, zugänglicher werden. Manche Schritte gehen ja schon in die richtige Richtung, aber reichen nicht. So beschloss das Auswärtige Amt, sein politisches Archiv mit Millionen von Dokumenten und Bildern zu veröffentlichen. Aber leider mit einer Lizenz, die eben keine beliebige Nutzung erlaubt und bleibt so auf dem Weg zu Open Data auf den allerletzten Metern einfach stehen. So wird man nicht Vorreiterin. Auch Software, die der Staat entwickeln lässt, muss Open Source sein. Und Dokumente, die Ergebnisse staatlichen Handelns sind, gehören maschinenlesbar und frei ins Netz. Gerichtsurteile, amtliche Mitteilungsblätter, Gesetze oder Gutachten samt der ihnen zugrunde liegenden Daten. Also zum Beispiel auch die Ergebnisse der Abgastests des Kraftfahrtbundesamts zum Ausstoß von Stickoxiden bei Dieselautos, die bisher und zwar jahrelang unter Verschluss waren und erst vor Gericht eingeklagt werden mussten. So etwas geht einfach mal gar nicht. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unseren Anträgen. Und wie immer bin ich im Übrigen der Meinung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen absolut nichts im Strafgesetzbuch verloren haben. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Vielen Dank. Und das ist eine Bemerkung, die Anke Domscheit-Berg am Ende jeder ihrer Beiträge macht. Der Hintergrund erschließt sich von selbst und erklärt sich auch von selbst. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Tabea Rösler. Jetzt hat auch Wolfgang Kubicki noch eine Anmerkung dazu gemacht und aber auch gleich die nächste Rednerin aufgerufen, nämlich Tabea Rösner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da ist sie Sprecherin für Netzpolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Debatte zeigt ja, bei der Digitalisierung gibt es zahllose Baustellen. Die Bundesregierung könnte an jeder Stelle anfangen und eine nach der anderen abräumen. Aber was macht sie? Nichts. Ich verrate Ihnen was, die Digitalisierung findet statt, ganz ohne Ihr Zutun. Und dabei müssten Sie sie endlich gestalten. Denn alles, was sich jetzt in eine falsche Richtung entwickelt, ist später umso schwerer zurückzuholen. Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an Handlungsoptionen. Sagen Sie einfach Danke und nehmen Sie es. Zum Beispiel im Bereich offene Standards. Welche große Chancen die für alle bieten. Offene Standards sind leicht zugänglich, weiterentwickelbar und ermöglichen einen selbstbestimmten Umgang mit Geräten, Daten und Informationen. Sie befördern Innovation, stärken die Wahlfreiheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern und erhöhen die Sicherheit in der digitalen Welt. Unser Antrag zeigt Ihnen all diese Potenziale quer durch die Digitalpolitik, von Interoperabilität bis zum Recht auf Reparatur. Und ich begreife nicht, warum die Bundesregierung diesen wichtigen Treiber für eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung so sträflich vernachlässigt. Im Koalitionsvertrag, Kollegin Esken hat es angesprochen, ist ein zweites Open-Data-Gesetz versprochen. Damit soll die Verwaltung alle Daten von sich aus standardmäßig zur Verfügung stellen. Auf das Gesetz warten wir aber immer noch. Gleichzeitig wird die Non-Profit-Organisation Fragt den Staat mit Verweis auf das Urheberrecht verklagt, weil sie das Gutachten einer Bundesbehörde zu Glyphosat öffentlich gemacht hat. Mir wäre das an Ihrer Stelle peinlich. Statt andere zu verklagen, sollten Sie erst mal Ihre Versprechen einlösen. Die Digitalisierung zu gestalten, ist mehr als einen Podcast zu machen. Und die Kanzlerin wirkt da übrigens wie eine
Märchenerzählerin, wenn sie wundervolle Dinge verspricht, wie den zweiten Aktionsplan zur Open Government Partnership, mit dem sich Bürgerinnen und Bürger über Regierung und Parlament besser informieren können. Im wahren Leben sieht es aber ganz anders aus. Denn die Union sperrt sich weiterhin, Ausschüsse öffentlich tagen zu lassen. Unser Parlament ist das meistbesuchte der Welt, aber nur was die Reißverschlusskuppel angeht. Bei Open Government und Open Data haben uns inzwischen viele Länder überholt, die nicht auf eine so lange demokratische Tradition zurückblicken können wie wir. Also bei mir weckt das Ehrgeiz, bei Ihnen offenbar nicht. Auch bei freier Software stolpern wir ordentlich hinterher. Zwar strapaziert die Bundesregierung und auch Saskia Esken hat es eben gesagt, bei jeder Gelegenheit die digitale Souveränität. Bei der eigenen Technik setzt sie aber eben nicht auf Open-Source-Lösungen. Erst kürzlich trudelte im Innenministerium das Ergebnis einer Studie ein, die aufzeigte, dass die Bundesregierung, die Ministerien und die obersten Behörden in hohem Maße von dem Softwareanbieter Microsoft abhängig sind. Ist das verantwortbar, auf einen einzigen Konzern derart angewiesen zu sein? Sie geben damit nicht nur die Kontrolle aus der Hand, es bremst Innovation, gefährdet die IT-Sicherheit und kann zudem extrem teuer werden. Was könnte man nicht alles Sinnvolles mit dem Geld anstellen, das Sie Microsoft in den Rachen stecken? Apropos IT-Sicherheit, während wir in der Warteschleife für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 versauern, weigert sich die Bundesregierung, echte Verschlüsselung für alle anzubieten. Stattdessen geht sie lieber noch ein paar Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt shoppen, damit sie die Bürgerinnen und Bürger besser überwachen kann. Das darf doch wohl nicht sein. Ich könnte ewig so weitermachen. Der Breitbandausbau ist ein Jammerspiel epischen Ausmaßes. Und wie schön wäre es, wenn wir alle endlich im Zug Richtung Wahlkreis wichtige Telefonate führen könnten, ohne dass die Verbindung ständig abreißt. Oder dass man Digitalisierung und Klimaschutz zusammendenken kann. Ich fasse mal zusammen. Über der Reichstagskuppel lacht heute die Sonne, über Deutschlands Digitalpolitik lacht die ganze Welt. Einer der Gründe, das ist sexistisch, wenn man süß sagt zu einer Rednerin. Einer der Gründe all dieser Baustellen ist die fehlende Koordination. Die einzelnen Bemühungen verpuffen. Ein Digitalministerium ist aber nicht zwingend der alleinige Heilsbringer, wie die FDP glaubt. Digitalministerium hin oder her ist eigentlich gar nicht die zentrale Frage. Es käme darauf an, wie man es anstellt und wie man es aufstellt. Und ich brauche nicht viel Fantasie, um mir ein schlecht geführtes Digitalministerium in einer großen Koalition vorzustellen. Dabei sind theoretisch mit der Staatsministerin für Digitalisierung und dem Digitalkabinett eigentlich die Grundlagen für eine gute Koordination geschaffen. Aber die praktische Umsetzung ist schlecht. Da gebe ich gar nicht Dorobert die Schuld. Sie hat wenig Kompetenzen, Budget oder Mitarbeiterinnen. Und im Digitalkabinett sitzen zu viele Digitalisierungsbremser. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, wir Grüne haben eine Menge Ideen und auch den Willen, die vielen Baustellen endlich anzupacken. Vielen Dank. Die Grünen haben eine Menge Ideen beim Thema Digitalisierung Deutschlands, die FDP auch. Das sieht man allein an der Anzahl der Anträge heute hier. Aber zurzeit gibt es rund um die Bundesregierung vor allem eine ganze Menge Gremien rund um das Thema Digitalisierung. Beim Digitalrat angefangen, sogar das Digitalkabinett oder andersrum, je nachdem, wie man will. Und dazu kommen noch eine ganze Reihe mehr von Expertengremien, die die Bundesregierung bei diesem Thema beraten bzw. da Expertisen abgeben. Also das ist tatsächlich arg zersplittert und insofern die Kritik vielleicht, dass das nicht ganz komplett in einer Hand oder in eine Richtung läuft, durchaus nachzuvollziehen. Patrick Schnieder aus der Unionsfraktion ist der nächste Redner. Ich möchte das aber nicht fortsetzen, weder mit Abkürzungen Ök-Ök oder Oink-Oink oder wie auch immer, noch mit der Frage, ob bestimmte
Äußerungen, die in gewissem Kontext durchaus anerkannt sind, dann sexistisch sind. Also wir sollten es nicht zu hoch hängen. Ich möchte mir aus dem Bauchladen, den die FDP uns heute serviert, ein Thema herausgreifen, nämlich die Mobilfunkversorgung. Und da geht es um ein Thema, das viele Regionen in Deutschland, auch meinen Wahlkreis, sehr stark berührt. Und ich will durchaus Ihnen zustimmen, wenn Sie in dem Antrag formulieren, Mobilfunkversorgung ist absolut unbefriedigend. Das können wir so auch nicht akzeptieren, das können wir so auch nicht stehen lassen. Das ist besonders im ländlichen Raum der Fall. Die Kollegin hat ja mit einem Satz das Thema dann auch noch aufgegriffen, das uns aber in Rheinland-Pfalz, Herr Kollege Höferlin, sicherlich ganz besonders betrifft, wie in manch anderem Bundesland auch, dass Verbindungen abreißen unterwegs, dass es Dörfer gibt, Weiler gibt, die nicht versorgt sind, unterversorgt sind. Es geht nicht nur um die weißen Flecken, es geht auch um die grauen Flecken. Da haben wir uns auf den Weg gemacht. Nochmal, die Situation heute ist unbefriedigend. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Verbesserung kommen. Deshalb zunächst die Frage, wo liegen die Ursachen für diese Probleme? Das ist zum einen natürlich die Siedlungsstruktur. Deshalb bin ich auch immer etwas vorsichtig bei all den Vergleichen, die wir anstellen mit anderen Ländern. So richtig es ist, uns auch zu messen und messen zu lassen an der Situation, anderen Bereichen, so muss man doch immer auf die Besonderheiten hinweisen. Wir haben eine sehr heterogene Siedlungsstruktur. Wir haben eine Flächenversorgung, die deutlich aufwendiger und schwieriger ist. Ja, auch Kanada ist ein ungeeignetes Beispiel. Auch Schweden ist zum Beispiel ungeeignet im Vergleich, weil wir dort immer Agglomerationsräume haben, die mit einer Situation, wenn wir sie auf ganz Deutschland betrachten, nicht vergleichbar sind. Da muss man schon genau hinschauen. Und trotzdem ist es ein Anreiz, so gut zu werden in der Versorgung letztlich, wie diese Länder das machen. Und wir haben bisher, und es geht weit zurück beim Vergabedesign, viel zu stark auf die Versorgung einzelner Haushalte gesetzt, also auf die Versorgung von Flächen. Das fing schon bei der allerersten Auktion an. Da ging es eigentlich großteil ums Geld. Das war 2010, übrigens Wirtschaftsminister Brüderle, schon etwas stärker in die Versorgungsauflage. Wir haben es jetzt bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen deutlich stärker eingezogen, dass wir auch in die Fläche verstärkt kommen. Ich halte das für den richtigen Weg. Daneben darf man aber auch nicht verschweigen, dass die rechtlichen Anforderungen an Mobilfunkstandorte, ja überhaupt geeignete Liegenschaften für Funk, Masten zu finden, nicht so einfach ist. Auch da müssen wir schneller werden, muss das Planungsrecht besser werden. Und wir müssen auch sehen, dass wir nicht auf der einen Seite die Dinge fordern, auf der anderen Seite sie aber uns an die Spitze der Bewegung setzen, um dann vor Ort im konkreten Fall diese Dinge zu verhindern. Was haben wir unternommen? Mobilfunkgipfel 2018, Zusage der Telekommunikationsunternehmen bis Ende 2020 99% der bundesweiten Haushalte, bis 2021 99% der Haushalte in jedem Bundesland mit LTE zu versorgen. Ein wichtiger weiterer Schritt, aber Fläche ist wichtig. Und das haben wir mit der Versteigerung der 5G-Frequenzen in Angriff genommen, mit den Flächenkriterien, die dort enthalten sind. Wir werden 1.400 zusätzliche Mobilfunkmasten in unterversorgten Regionen errichten. Wir wollen die Probleme, die letztlich verbleiben, mit einer staatlichen Mobilfunkgesellschaft in den Griff bekommen, um dem Anspruch, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen, dort auch gerecht zu werden. Und ich komme aus einem Grenzraum, Belgien, Luxemburg als Nachbarn. Wir müssen auch die Versorgung in Grenzregionen verbessern. Auch da ist ein wichtiger Schritt unternommen worden. Das BMVI hat Anfang Oktober eine Vereinbarung mit der Bundesnetzagentur getroffen, sodass die zulässige Einstrahlung ins Nachbarland vollständig in Zukunft auch genutzt werden kann. Deshalb kann ich als Fazit festhalten, die Mobilfunkstrategie des Bundes wird systematisch abgearbeitet. Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen, die Weichen richtig gestellt. Wir werden deutliche Verbesserungen in unterversorgten Regionen bekommen. Dennoch, auch bei den neuen Zielen handelt es sich um Zwischenschritte, denen weitere Schritte bis zu einer Versorgung sämtlicher Haushalte und Verkehrswege in Deutschland folgen müssen und folgen werden. Vielen Dank, Herr Kollege.
nieder. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Michael Espendiller, AfD-Fraktion. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP hat 17 Anträge zur Digitalisierung in diesen Top eingebracht. Eine ausführliche Debatte ist ja eigentlich auch nicht möglich und nicht erwünscht. Exemplarisch mache ich das jetzt mal in einem Antrag. Ich habe nämlich rausgeguckt, Smart Germany, CO2 an die digitale Kette legen. Beantragt, ja, gucken wir gleich mal. Beantragt wird die Einführung einer Blockchain-basierten digitalen Währung mit dem Ziel, einen künstlichen Markt für die Speicherung von CO2 zu schaffen. Pro gespeicherter Tonne CO2 soll ein Coin ausgegeben werden. Gegründet werden soll dafür ein staatlicher Verein, der besteht aus Umwelt- und Klimaschutzverbänden, der soll die Ausgabe dieser Coins kontrollieren. Und der soll auch die Maßnahmen in den Ländern weltweit kontrollieren. Und da frage ich mich, wie soll denn das funktionieren? Wenn ein Maßnahmenpaket in Afrika gemacht wird zum Bäumepflanzen, soll dann ein Umweltschutzverband aus Deutschland dahin fahren und das nachprüfen? Sie öffnen damit dem Missbrauch Tür und Tor. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Aber Ihr Grundansatz ist hier auch falsch, weil CO2 ist kein Killergas. Die Debatte zu dem Thema CO2 und Klima, die ist mir zu unwissenschaftlich. Wir könnten jetzt hier viel diskutieren über Rückstrahlungswerte, Sättigungswerte, Wolkenbildungsfaktoren und Sonnenaktivität. Gerade letzteres, beides hat viel mit dem Weltklima zu tun. Ich möchte hier ausräumen, eine Sache, das ist nämlich dieser 97% Konsens der Wissenschaftler. Sie alle nutzen diese Zahl immer und immer und immer wieder als Argument für ihre überteuerten Klimaschutzmaßnahmen. Wie kommt diese Zahl eigentlich zustande? Sie berufen sich hier auf eine Studie von John Cook aus dem Jahr 2013. Die ist über 300.000 Mal heruntergeladen worden, oft zitiert in den Medien. Selbst Barack Obama hat das benutzt. Gucken wir uns diese Studie mal an. Was wurde da gemacht? John Cook hat 11.944 wissenschaftliche Arbeiten untersucht und hat als erstes 8.000 davon rausgeworfen, weil die sich zum Klimawandel nicht positionieren. Es gibt eine Definition vom Klimakonsens, den Sie alle benutzen. Ich zitiere mal: Der Mensch macht mehr als die Hälfte der Erderwärmung aus seit 1950. Diese Aussage, werte Kollegen, diese Aussage stimmen 0,54% der untersuchten Studien von John Cook zu. 0,54% der Wissenschaftler teilen diese Aussage. Mit welchem statistischen Zaubertrick macht man jetzt aber 97% daraus? Es gibt auch viele Wissenschaftler, die sagen, es gibt einen Treibhauseffekt. Manche sagen, der Mensch hat was damit zu tun. Manche sagen, das ist nicht so. Was diese Wissenschaftler aber nicht sagen, wie stark dieser Effekt ist. Wie stark dieser Effekt ist. Und in der Statistik gehen Sie jetzt hin und fügen diese Wissenschaftler auch zu denen, die diesen Klimakonsens teilen. Und das ist wissenschaftlich nicht sauber. Unterm Strich, dieser Klimakonsens ist wissenschaftlicher Nonsens. Sie berufen sich ja auf eine Quelle, die Sie selber nicht geprüft haben. Nach einer Debatte hier im Bundestag des Kollegen Hilsen hat der Phoenix-Kommentator auch gesagt, auch Herr Hilse kenne diesen 97%-Konsens nicht. Herr Hilse kennt aber die Studie von John Cook und weiß, dass das Unsinn ist. Es kann hier nicht sein, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender solche falschen Zahlen ohne kritische Überprüfung immer wieder veröffentlicht. Es ist Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, objektiv und neutral zu berichten. Bei einem 9 Milliarden Euro Budget kann man das auch mal erwarten. Also wer mir jetzt hier nicht glauben möchte mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe, ich zitiere jetzt mal direkt die Quelle, das ist nämlich Professor Ligates et al., also zusammen mit den Kollegen, veröffentlicht 2015, die wissenschaftliche Arbeit heißt Climate Census and Misinformation, veröffentlicht in Science and Education, Volume 24, Issue 3, Seite 299-318. Das sollten Sie unbedingt mal lesen, bevor Sie hier wieder irgendwelche Milliardenprogramme beschließen. Herzlichen Dank. Michael Espendiller aus der AfD-Fraktion, und dem sei vielleicht angefügt, dass öffentlich-rechtliche Sender im Hörfunk und im Fernsehen immer und stets nach bestem Wissen und Gewissen berichten. Das machen wir nicht immer fehlerfrei, aber immer in dem Bemühen, korrekt die Dinge wiederzugeben und zu hinterfragen und vor allem das Ganze auch transparent. Das, glaube ich, muss man gerade den Schlussbemerkungen dieser Rede eben noch nachschieben bzw. anfügen. Und dann schauen wir auf den nächsten Redner. Das ist Jens Zimmermann, Sprecher für Digitale Agenda in der SPD-Fraktion. Wenn ich mir die Anträge der FDP heute anschaue, da habe ich mir gedacht, viel hilft viel mit der Gießkanne.
Ob das am Ende smart ist, dieses Vorgehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn man sich mal anschaut, welche Themenbereiche das abdeckt, dann könnte man sagen, mit so vielen Anträgen, da trifft man ganz automatisch auch auf unsere Zustimmung bei vielen Themen. Das habe ich gestern schon bei einem anderen Antrag gesagt. Aber wenn ich mir die Ministerien anschaue, um die es geht, Innen, Wirtschaft, Umwelt, Außen, Finanzen, Recht, Verkehr, Kultur, Gesundheit und noch viele andere, dann zeigt sich natürlich, dass wir beim Thema Digitalisierung Koordination notwendig haben, dass es wichtig ist. Und jetzt wird gleich der Kollege wieder in Erregung kommen. Die Frage, ob ein Digitalministerium das am Ende löst, die ist heute für mich wieder nicht beantwortet worden. Das ist ein schönes Bild. Man könnte sich vorstellen, es wird so ein bisschen schwarz-weiß hier im Bundestag. Christian Lindner sitzt im Unterhemd da. Das ist irgendwie doch die Geschichte, die dahinter erzählt wird. Aber warum das mit dem Digitalministerium so eine gute Idee ist, hat zum Beispiel auch dieses Beispiel Kanada für mich überhaupt nicht gezeigt. Weil in Kanada ist die Digitalministerin auch gleichzeitig noch die Chefin des Treasury Boards. Und es gibt dort auch nicht ein Ministerium, so wie ihr euch das vorstellt. Also insofern ist Kanada ein sehr gutes Beispiel. Die haben auch an ganz vielen Stellen, sind die wirklich Vorreiter und sind ein gutes Beispiel für uns. Aber sie sind definitiv kein Vorreiter, wenn es darum geht, hier ein großes Digitalministerium einzuführen, meine Damen und Herren. Ich schaue mir die Situation an, wie sie heute ist. Wir haben im Kanzleramt eine große Einheit in dieser Regierung, die per se die Notwendigkeit hat, die Regierungsgeschäfte zwischen den Ministerien zu koordinieren. Und genau das ist im Digitalbereich auch möglich. Und wenn man jetzt sagt, man will ein Digitalministerium, das keine 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, das wollt ihr ja nicht, das verstehe ich auch. Aber was ist es denn dann? Das heißt, es wird einfach noch mal ein zweites Kanzleramt aufgebaut mit Spiegelressorts für jedes andere Ressort. Und das halte ich einfach, das halten wir für keine sinnvolle Idee, meine Damen und Herren. Herr Kollege Dr. Zimmermann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Espendiller? Nein. Wenn wir wollen ja über das Thema Digitalisierung reden, wenn wir nochmal einen zweiten Antrag uns rauspicken, das Thema Libra wird dort genannt, das Thema digitale Finanzen. Und da wundert es mich auch wieder, dass man sich so aus dem Fenster lehnt, zu sagen, es darf auf keinen Fall Libra verhindert werden. Dass wir als Koalition und auch das Finanzministerium nicht digitale Tokens verhindern wollen. Das will ich hier noch mal ganz klar sagen. Aber was ich wirklich nicht verstehe, ich dachte, die FDP steht für Marktwirtschaft und Wettbewerb. Und warum man dann in einen Antrag so reinschreibt, dass man ein Kartell von Finanzunternehmen und Digitalunternehmen bei dem Versuch, eine private Parallelwährung einzuführen, warum man sich bei denen so als Schutz vorne dran wirft, das verstehe ich nicht, meine Damen und Herren. Das steht da drin, das ist sogar der Überschrift. Verbot von Libra verhindern. Das ist die Forderung der FDP. Wir sagen, keine privaten Parallelwährungen. Das würde in die Krise erneut führen, meine Damen und Herren. Das zeigt aber auch schon, wie schwierig es ist, wenn man diese Gießkanne rausholt und sich eigentlich einfach nur als Ziel setzt, viel hilft viel. Wir machen eine Woche, eine Themenwoche, so haben Sie es ja selbst genannt. Das ist eine legitime Idee. Nur ich würde sagen, diese Woche und diese ganzen Debatten haben gezeigt, dass es, glaube ich, sinnvoller wäre, sich einige Anträge rauszusuchen und die ordentlich und intensiv zu diskutieren, anstatt hier diesen Rundumschlag zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Zimmermann. Die AfD-Fraktion hat um eine Kurzintervention gebeten, die ich zulasse. Das Wort hat der Kollege Dr. Michael Espendiller. Ja, Herr Kollege Zimmermann, Sie haben gerade zu Eingang Ihrer Rede gesagt, hier liegt der Aluhut noch rum. Das bezieht sich sicherlich auch auf mich. Ich habe gerade in meiner Rede eine wissenschaftliche Studie zitiert. Ich habe die Studie von John Cook zu dem Thema Klimakonsensus auseinandergenommen, natürlich kurz und kompakt. Eine Frage, die ich jetzt an Sie habe. Ich habe eine Studie zitiert von von einem Klimawissenschaftler aus den USA. Möchten Sie die mal lesen und sich selber ein eigenes Bild geben? Ja oder nein? Herr Kollege Dr. Zimmermann, wollen Sie antworten? Ja oder nein? Die lesen.
Also wir wissen ja spätestens seit der Anhörung über die Einführung der Pkw-Maut, dass Sie für jedes Argument jederzeit eine Studie finden und jederzeit auch einen Experten, der Ihre Meinung vertritt. Aber Sie können sie mir gerne geben. Ich schaue sie mir auch an. Ich schaue mir alle Meinungen an, weil ich an einem offenen Ergebnis interessiert bin. Aber das, was Sie ja eben hier zum Antrag abgeliefert haben, das hatte ja nicht den Eindruck, dass Sie ein Interesse an einer pluralen Meinung haben, sondern Sie haben die Wissenschaftler, die zu überwiegender Mehrheit zu klaren Einschätzungen, was das Thema CO2 und Klimaerwärmung angeht, kommen. Die haben Sie ja sofort politisch frontal angegriffen. Das ist nicht unser Stil, das ist Ihr Stil. Herzlichen Dank. So, damit ist diese Kurzintervention erledigt. Als nächstes hat der Kollege Mario Brandenburg, FDP-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 25 Anträge zum Thema Digitales von meiner Fraktion, jeder für sich relevant, aber einer wurde dann, und da muss man sagen, leider doch noch mal etwas relevanter. Denn unser Antrag zum Thema Games hätte eigentlich nur auf das sich anbahnende großkoalitionäre Versagen beim Thema Gamesförderung hinweisen sollen. Aber wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hat ja Ihr Minister für Internetkultur und differenzierte Aussagen, Herr Seehofer, noch mal nachgelegt und gleich alle Gamer unter Generalverdacht gestellt. Und ich meine, das kann man machen, nur sollte man sich dann auch überlegen, wen man damit eigentlich alles meint. Denn die Hälfte der Deutschen spielt bereits Videospiele. Die Branche setzt pro Jahr mehr als 4 Milliarden mit Produkten und Spielen mitten in unserer Gesellschaft um. Und eine Messe wie die Gamescom lockt fast jährlich 400.000 Menschen nach Köln. Und das übrigens international, bunt und friedlich. Und wer diese Menschen, nämlich die Mitte unserer Gesellschaft, so stigmatisiert, handelt bemerkenswert undifferenziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe das zur Aussprache gebracht, weil ich selbst spiele seit meinem 3. oder 4. Lebensjahr Videospiele. Ich bin mit Super Mario im heimischen Wohnzimmer auf Goombas gehüpft. Macht Sinn. Ich bin jedoch auch bei Mortal Kombat habe ich gelernt, wie man Eingeweide rausreißt. Ich durfte bei Doom Monster zersägen. Und ich habe auch bei vielen Nächten im Teamspeak mit irgendwelchen Menschen drüber geredet, wie ich meine Sniper-Skills verbessere. Aber eins war ich dabei nie und eins hatte ich in 35 oder 30 Jahren Gaming nie, den Eindruck, dass ich deswegen verdächtig bin oder verdächtig sein sollte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch ein Wort zu den Kritikern. Es geht hier nicht darum, irgendetwas wegzuwischen oder irgendetwas zu verschweigen. Natürlich gibt es immer Strömungen, die versuchen, Tools zu benutzen oder Plattformen zu unterwandern. Aber das Gaming ist ganz einfach in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Und deswegen sind auch die gesellschaftlichen Probleme im Gaming angekommen. Und während wir in der Realwelt immer mit Angeboten zu Hilfe eilen, was absolut richtig ist, von Prävention, von Exit-Strategien, gibt es für die digitale Welt einfach nur den Generalverdacht. Und das ist vollkommen falsch und erzeugt mehr Kollateralschaden, als dass es dem Thema hilft. Und den spärlichen Rest meiner Redezeit möchte ich noch für ein Fazit nutzen. Videospiele sind inzwischen ganz einfach Teil unserer gesellschaftlichen Kultur geworden, genauso wie Literatur, Musik oder Filme eben auch. Und sollte Herr Seehofer das hören, geben Sie sich einen Ruck, revidieren Sie Ihre unglückliche Aussage und revanchieren Sie sich bei der Games-Community mit einer ordentlichen Games-Förderung für den Games-Standort Deutschland. Vielen Dank. Das war Mario Brandenburg mit einem Exkurs zum Thema Gaming, also das, was man früher mal Video- oder auch Computerspiele genannt hat. Und jetzt gibt es ein bisschen Verwirrung, die ich mal auflösen sollte, glaube ich, denn hier ist bisweilen von 17 Anträgen der FDP zur Digitalisierung die Rede, dann wieder von 25. Nun muss man sagen, ich glaube, ich habe auch mit beiden Zahlen hier agiert. Beides ist übrigens richtig. Heute geht es um 17 Anträge, aber auch gestern ging es schon um das Thema Digitalisierung und auch schon gestern gab es Anträge der FDP dazu. Und so ist die Summe 25 an den Debattentagen heute und gestern. So, und jetzt hören wir Carsten Möhring zu aus der Unionsfraktion. Das heißt aber nicht, dass und er ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist der entscheidende Punkt dabei.
dass es offensichtlich Menschen gibt, die darauf anders reagieren als die Masse der Menschen. Dass der Bundesinnenminister darauf hingewiesen hat, finde ich richtig. Und wenn Sie daraus eine Verdächtigung der ganzen Gamer-Szene machen, dann ist es das typische oppositionelle Übertreiben. Das kann ich Ihnen nachsehen, aber es wird dadurch nicht richtiger. So, wenn man jetzt die Anträge sieht, die wir heute auf dem Tisch haben, dann stelle ich fest, die FDP feiert eine Digitalisierungsorgie in dieser Woche. Und man hat fast den Eindruck, sie möchten das D in ihrem Parteinamen ersetzen durch Digitalisierung, die Freie Digitalisierungspartei Deutschlands. Das mal mit Ihrem D täten. Wir machen das schon für uns. Wir machen das schon für uns. So. Und das Schöne an einer solchen Debatte, wenn Sie uns eine solche Masse an Anträgen vorgeben, dass man in einer solchen Omnibus-Debatte, wo für jeden was drin ist, sich natürlich aussuchen kann, was man sich vornehmen möchte. Und anders als der Kollege von der AfD, der behauptet, er wollte über die Digitalisierungskette für CO2 reden und nur das Übliche abgespult hat, was wir von der AfD zu dem Thema immer hören, möchte ich mich diesem Antrag in der Tat mal etwas intensiver widmen. Sie haben in dem Antrag natürlich ein paar wirklich richtige Punkte genannt. Es ist richtig, dass wir uns über die Frage der CO2-Speicherung ernsthaft Gedanken machen müssen, denn alle Berichte sagen, dass es eine CO2-Neutralität ohne Speicherung nicht geben wird. Und dass das in Deutschland ein schwieriges Thema ist, das wissen wir alle, und trotzdem können wir dem auf die Dauer nicht ausweichen. Wir müssen es angehen. Das ist richtig. Es ist auch sinnvoll zu überlegen, ob die Bereitstellung von CO2-Senken nicht positiv vergütet werden muss. Da aber liegt der Teufel schon im Detail. Natürlich, wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen, dann brauchen wir gegenüber den Emissionen, die zwingend immer noch da sind, Senken, die das aufwiegen. Was Sie aber vorschlagen, ist etwas, was, sagen wir mal, sehr zu kurz gedacht. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Wenn wir über die Frage nachdenken, welchen Nutzen Wald beispielsweise für die CO2-Bilanz hat, dann ist völlig klar, dass wir einen positiven Nutzen haben, und das ist eine CO2-Senke von großer Bedeutung. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, eine CO2-Senke, die zur Klimaneutralität beiträgt, kann ja nur eine Senke sein, die den CO2-Bereich dauerhaft fixiert. Und der Wald kann höchstens ein Fließgleichgewicht bringen. Denn wir entnehmen dem Wald natürlich Holz als Rohstoff, und das geht irgendwann wieder als CO2-Emission in die Atmosphäre. Und die anderen Beispiele, die Sie da im Auge haben, für die gilt das genauso. Und Ihre Idee, einen privaten Verein zu übertragen, das zu kontrollieren und zu zertifizieren, ich lasse mal die Spielerei mit dem Abelcoin raus, die Idee, das privat zu organisieren, halte ich für sehr blauäugig. Denn die Kontrolle und die entscheidende Frage, ob das geht und ob das aufwiegt, eine Tonne Emission CO2 durch eine Tonne CO2 in einer Senke verschwinden zu lassen, funktioniert eben nur dann, wenn sichergestellt ist, a, kein Missbrauch, das haben Sie angesprochen, b, aber die Frage der Dauerhaftigkeit. Und das können Sie mit Ihrer Vorstellung überhaupt nicht regeln. Das können Sie gar nicht garantieren auf diese Weise. Und das macht natürlich auch einen wesentlichen Teil des Problems aus. Herr Kollege, dann ich will zwei Zwischenfragen. Einmal aus der FDP-Fraktion, des Kollegen Kühlern, einmal aus der AfD-Fraktion. Also ich glaube, wir sollten am Freitagnachmittag uns das sparen. Nein, ich würde gerne fortfahren. So, wo man Digitalisierung sinnvoll anwenden kann, das haben wir mit einigen Kollegen aus dem Baubereich kürzlich in Köln uns angeschaut. Eine Siedlung, die hoch digitalisiert ihre Energieversorgung, ihr Emissionsverhalten, Heizsysteme und Ähnliches macht. Der Witz bei der Digitalisierung dort ist, wir brauchen Vorhersagen über den Verbrauch, wann tritt er ein, Heißwasser, Heizung. Eine sehr umfassende Gestaltung, die in dem Bereich dazu führt, 60-80% CO2-Emissionseinsparung zu vertretbaren Preisen. Das geht nur mit Digitalisierung, mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz. Das ist eine musterhafte Vorgabe. Und da ist es sinnvoll. Wenn Sie nur mal überlegen, was das Schürfen Ihrer Kryptowährung kostet an zusätzlichem Energieaufwand, vergessen Sie das. Machen Sie Digitalisierung mit Augenmaß und kommen Sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Da, wo es sinnvoll ist, machen wir es. Aber eine Spielwiese ist die Digitalisierung nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 7 Sekunden in der Zeit, Herr Präsident. Ja, die verlieren wir jetzt gerade wieder, Herr Kollege, weil die FDP-Fraktion eine Kurzintervention beantragt hat, die ich zulasse. Der Kollege Köhle hat das Wort. Ja,
Lieber Kollege Möhring, ich schätze Sie und ja durchaus auch Ihr Wissen um die Debatte. Sie hatten allerdings gerade erwähnt, dass nachrechenbar CO2-Emissionen, die im sozusagen im Forstsektor gespeichert werden, nicht langfristig gespeichert werden. Dem widerspricht zum Beispiel die Bundesregierung unter der Verordnung Land Use Change and Forestry, kurz LULUCF, die sehr explizit darauf hinweist, dass eine nachhaltige Holznutzung natürlich für einen langfristigen CO2-Kreislauf und damit auch eine Speicherung agiert und wir so natürlich auch zielgenau das Einsetzen unseres Abil-Coins dafür nutzen können, langfristig CO2 zu speichern. Ich weiß, wieso wieder würden Sie dem widersprechen? Sie wollen bestimmt antworten. Aber natürlich, denn zusätzliche Redezeit ist ja immer gut. Also Sie haben natürlich auch recht, aber der entscheidende Punkt, den ich angemerkt habe, ist die Frage, wie das organisiert wird. Selbstverständlich ist eine nachhaltige Forstwirtschaft eine CO2-Senke, die wir überhaupt nicht ignorieren dürfen. Der entscheidende Punkt ist nur, wenn diese Emissionen irgendwann wieder kommen, dann hilft uns das nichts. Und das, was man machen kann oder das, was man machen muss, wenn man das wirklich für eine Bilanzierung vernünftig und objektiv machen will, man kann nur den Zuwachs beispielsweise begünstigen. Und vor allen Dingen, man muss sicherstellen, dass per Saldo es immer zu einem weiteren Zuwachs kommt oder mindestens zu einem Status quo. Und wenn der Status quo da ist, dann gibt es keinen zusätzlichen Nutzen mehr. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. So, damit ist die Kurzintervention beendet. Als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Timon Gremmels, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die FDP hat in dieser Woche 25 Anträge zum Thema Smart Germany auf den Weg gebracht. Leider ist das alles sehr viel mehr Schein als Sein. Ich habe mir mal die Freude gemacht und im Duden nachgeschaut, was denn Smart bedeutet. Smart steht für modisch und auffallend erlesene Eleganz. Also das mag vielleicht für Ihren Fraktionsvorsitzenden treffen, aber nicht für die Anträge, die Sie uns hier heute präsentiert haben. Die sind alle sehr dünn und die haben weder Eleganz noch sind sie modisch. Sie sind aus meiner Sicht sehr dünn und lassen Sie mich das am Thema der Digitalisierung, der Energiewende und des Klimaschutzes deutlich machen. Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich glaube, dass die Digitalisierung der nächste Schritt in der Energiewende sein kann, ein richtiger Motor, ein Antrieb sein kann. Und in diesem Bereich präsentieren Sie gar nichts. Hier wäre es wichtig gewesen, im Bereich der Erzeugung von Energie, im Bereich der Verteilung von Energie, im Bereich der Speicherung und Flexibilisierung von Energie, im Bereich des Vertriebs der Energie, kann an diesem Bereich deutlich mehr gemacht werden. Da sind Sie blank, da präsentieren Sie gar nichts, da ist die FDP nicht auf der Höhe der Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Ich möchte an dieser Stelle deutlich machen, dass ich mir auch in der Tat den Antrag von Ihnen angeguckt habe, der sich mit der Frage CO2 an die Kette legen hier beschäftigt. Da geht es ja in der Tat in erster Linie um die Frage, wie Sie das finanzieren wollen, über sogenannte Coins, die als Verein ausgegeben werden unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung, was immer das sein soll. Ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz deutlich. Wir müssen Verbraucherinnen und Verbraucher schützen. Ein Kernelement der staatlichen Souveränität ist die Herausgabe einer Währung, und wir werden dies nicht Privaten überlassen. Diesen schlauen Satz hat unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz gesagt, es ist staatliche Aufgabe, Währung herauszugeben und nicht die Aufgabe von Vereinen, die unter einer Schirmherrschaft stehen. Das ist aus unserer Sicht nicht auf der Höhe der Zeit und auch dient auch nicht dem Verbraucherschutz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie sich wirklich in der Sache damit beschäftigt hätten, was könnte denn die Digitalisierung tun im Bereich auch der Energiewende, im Bereich des Klimaschutzes, dann hätte ich mich mal an Ihrer Stelle mit der Blockchain-Strategie der Bundesregierung beschäftigt. Aber vielleicht hat Ihnen dazu die Zeit gefehlt. Sie wissen, dass die Bundesregierung Mitte September einen sehr umfassenden Blockchain-Strategie vorgelegt hat. Da geht es auch um die Möglichkeiten, die wir dort in diesem Bereich haben für die Energiewende.
Es wird deutlich gemacht, dass es da gute Projekte gibt, die wir schon auf den Weg gebracht haben, mit der Smart Service Welt 2, mit den Sintec-Schaufenstern intelligente Energie, mit dem Copernicus-Programm Azure für Netzstrukturen. Wir haben in diesem Bereich, im Bereich der Blockchain-Technologie, wirklich eine Chance für die Energiewende. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Damit könnten wir umgehen. Davon hört man von der FDP leider gar nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, natürlich kann es auch sein, dass wir, wenn wir bei der Frage Digitalisierung der Energiewende reden, es auch zusätzlichen Energie kostet und auch zusätzliches CO2 emittiert wird. Das ist richtig. Schon heute ist es so, dass am Internetknoten in Frankfurt mehr Energie verbraucht wird als am Frankfurter Flughafen. Und auch hier ist es so, dass die großen Rechenzentren bisher zur Kühlung ihrer Server die Wärme in die Luft blasen. Und ich glaube, dass man die auch schlauer und intelligenter nutzen kann. Das sind die großen Herausforderungen bei der Frage Digitalisierung der Energiewende. Lassen Sie mich zum Schluss sagen. In Sachen Digitalisierung das ist der nächste Schritt der Energiewende. Da reicht aber keine smarte Oppositionsrhetorik, sondern knallharte Regierungsarbeit. Und darauf können Sie sich bei der SPD verlassen. In diesem Sinne Glück auf. Danke Ihnen. Sagt Timon Gremmels für die SPD-Fraktion, und er war der vorletzte Redner in dieser Debatte über den großen, über das große, weite Feld Digitalisierung Deutschlands. Volkmar Vogel wäre der letzte Redner, aber es hat hier zwei Versuche gegeben zu Zwischenfragen, die sind abgelehnt worden, und jetzt gibt es hier Erläuterung von Wolfgang Kubicki dazu, aber das können wir überspringen, denn er ruft jetzt den letzten Redner auf, wie ich schon gesagt habe, Volkmar Vogel aus der Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja eine ganze smarte Flotte von Anträgen von Seiten der FDP, und Herr Kollege Gremmels, ich habe mich auch mit der Definition beschäftigt und ich würde es ein bisschen anders definieren. Ich glaube, smart heißt vernetzt, smart heißt miteinander kommunizieren, Smart Germany heißt letztendlich auf gut Deutsch vernetztes, miteinander kommunizierendes Deutschland. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch um den Worten des Präsidenten zu folgen, alles hängt mit allen zusammen, insbesondere natürlich in der digitalen Welt. Und das zeigt sich auch heute in unserer vielschichtigen Debatte, die wir hatten von Anfang an, die ich mit großem Interesse verfolgt habe. Und ich möchte mich konzentrieren auf den Baubereich. Wir haben Smart City, vernetzte Stadt. Wir nutzen hier die digitalen Technologien in allen Bereichen des kommunalen Zusammenlebens. Und das wird bereits deutlich in der Smart City Charta von 2017, die aber auch deutlich macht, wir wollen diesen Prozess nicht einfach sich selbst überlassen und laufen lassen, sondern wir wollen ihn aktiv gestalten. Aktiv gestalten zum Nutzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, einer Energieerzeugung und Energieeffizienz, die optimiert ist und das Beste dabei herausholt, eines vernetzten ÖPNV zum Wohle der Kunden, die ihn benutzen, und natürlich nicht zuletzt auch im Rahmen einer sozialen Vernetzung der Bürger zum Vorteil der Einzelnen. Sie wirkt auch in allen Siedlungsstrukturen. Wenn wir von City sprechen, denken wir immer nur an die großen Metropolen. Nein, sie wirkt in allen Strukturen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir hier noch über das Digitalministerium reden, sind wir eigentlich im Innenministerium, in Klammern Bauministerium, hier schon ein Stück weiter. Wir haben uns des Themas angenommen. Und wir haben ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht, das sich auch mit vier Kategorien der Siedlungsstrukturen beschäftigt. Wir haben die großen Städte, wir haben mittlere Städte, wir haben Kleinstädte und Landgemeinden und auch die interkommunale Zusammenarbeit mit den Landkreisen. Dafür stehen insgesamt 750 Millionen Euro zur Verfügung für insgesamt 50 Projekte. Wir haben jetzt begonnen mit 13 Projekten in dieser ersten Staffel. Dafür stehen 150 Millionen zur Verfügung. Und ich kann Ihnen sagen, meine Geburtsstadt Gera ist in dieser ersten Charge dabei, und dort wird schon gearbeitet. Man hat Arbeitsgruppen gebildet, die einzelnen Themenfelder abbilden. Man ist in intensiven Vorbereitungen und will bereits 2021 mit der Umsetzung beginnen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es wird bereits gehandelt. Und, um das noch mal zu sagen, klar, alles hängt mit allem zusammen. Und wenn wir ein Gebäude errichten und es bewirtschaften, dann ist das auch eine Frage, wie wir es nennen, mit Building Information Modeling. Mein Kollege Michael Kiesling ist da sehr gut auf dem Weg und beschäftigt sich mit diesem Thema, weil auch hier die Vorteile genutzt werden. Aber wir vernetzen auch Quartiere, um damit die Energiebereitstellung zu optimieren, die Energieeffizienz zu verbessern,
den ÖPNV zu gestalten und in der nächsten Phase auch dafür zu sorgen, dass ganze Kommunen untereinander kommunizieren und sich hier auf digitalem Wege austauschen. Das sind Chancen, die wir nutzen werden. Das sind Chancen, die wir nutzen müssen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss sagen, der Bund, auch in Zusammenarbeit mit der KfW, wird diesen Prozess weiter fördern. Die Weichen sind gestellt. Wir handeln. Zusätzliche Entschließungsanträge, lieber Kollegen von der FDP, bedarf es diesbezüglich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt daran weiterarbeiten und das, was hier auf den Weg gebracht wird, umgesetzt wird. Vielen Dank. Und das war Volkmar Vogel. Und damit können wir noch nicht ganz einen Haken machen an diesem Tagesordnungspunkt des Deutschen Bundestags in dieser Sitzungswoche. Der Top 28 ist das ja gewesen. Außerdem hat er die Zusatzpunkte 16 bis 25 noch dabei. Und jetzt wird hier, glaube ich, noch mal... Gerade der amtierende Sitzungspräsident. So, jetzt kommen wir zur analogen Abstimmung. Doch nicht. Ich dachte, hier wurde nochmal das Wort gewünscht, was in Reihen der AfD, das ja gerade von zwei SPD-MDB abgelehnt wurde, dass es dazwischen Fragen gibt. Und ja, so ein bisschen der Takt der Abstimmung heute, wenn wir uns das mal angucken. Wir haben es jetzt mal gerade ungefähr gleich 12, aber haben erst den zweiten Tagesordnungspunkt, was auch eben damit zu tun hatte, dass es hier mehrere namentliche Abstimmungen schon gegeben hat heute, nämlich rund um die Grundsteuerreform, um die Grundgesetzänderung dazu und auch um einen Antrag der Linksfraktion zu dem Thema Grundsteuer und den Teilaspekten, die es dazu gegeben hat. Und jetzt haben wir wieder ein langes Programm, was Abstimmerei angeht, unter anderem eine namentliche Abstimmung, nämlich zu dem Antrag der FDP mit dem Titel Smart Germany, Bundesministerium für Digitalisierung etablieren. Jetzt müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge der Bundestagsvizepräsident Kubicki das Ganze jetzt hier aufruft, denn es stehen ja insgesamt 17 Anträge der FDP zur Abstimmung, zwei Anträge der Linksfraktion und nochmal ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und das Ganze will jetzt durchsortiert sein. Hören wir mal kurz rein, was Wolfgang Kubicki sagt. Der Linken mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19589 mit dem Titel Offen für die Zukunft, offene Standards für eine gerechte und gemeinwohlorientierte Gestaltung der Digitalisierung nutzen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken bei Enthaltung der FDP und der AfD-Fraktion mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Tagesordnungspunkt 28b. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Lückenschlussauktion, Frequenzabgabe, Neudenken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.006 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 10.618 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 28c bis 28f. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 14.026, 14.039, 14.043 und 14.044 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie mit diesen Überweisungsvorschlägen einverstanden? Ich sehe, das ist der Fall, dann ist das so beschlossen. Tagesordnungspunkt 28g. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Digitalisierung trifft auf Diplomatie, Innovationsbotschafter entsenden. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.101 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 8.542 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 28h. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Öffentliches Geld, öffentliches Gut, öffentlich finanzierte Daten und Werke frei zur Verfügung stellen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.113 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 12.633 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich?
dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und die Linke bei Enthaltung der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Zusatzpunkt 60. So, und an dieser Stelle gehen wir jetzt noch mal rein, denn jetzt kommen 9 Anträge erstmal aus der FDP-Fraktion zum Thema Digitalisierung Deutschlands, die allesamt überwiesen werden. Es gab ja hier teilweise auch schon Ablehnungen zu einzelnen Anträgen. So, wie kommen die 9 am Stück? Die können wir jetzt mal überspringen, beziehungsweise ich rede da jetzt einfach mal drüber. Und danach steht noch an ein Antrag der Linken, Umsetzung effektiver Maßnahmen für digitale Sicherheit statt Backdoors, auch dazu wird es dann noch mal eine Abstimmung geben.